I am honored to invite our first speaker, Ms. Saria Gomez, former State Secretary for Diversity and Anti-Discrimination. Please, the stage is yours. Welcome. Please. Thank you so much. I did my speech in German, but I will try to skip in languages. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich an diesem Gedenkerinnerungs- und Kampftag im Rahmen des Welt-Roma-Kongresses zu Ihnen und euch sprechen darf. Wir gedenken der Segregation, der Verschleppung, der Zwangsarbeit und des Pauraimus. Wir erinnern uns an den Widerstand, an gemeinschaftliche Organisation in Widerständigkeit und Überleben bis heute, die nicht nur für mich ein Vorbild ist. Alle bisherigen Errungenschaften sind aus den jeweiligen Communities hier in Deutschland und überall in anderen Ländern erstritten worden. Gleichzeitig bleibt noch sehr viel zu tun. Hier möchte ich ganz unabgeschlossen als Perspektive aus Berlin unter anderem an die Erhebung der Europäischen Union und die Arbeit des unabhängigen Expertinnenkreises auf Bundesebene sowie all die geleistete Communities-Arbeit verweisen. In Anbetracht der Tatsache, dass 80% der in dieser Befragung, die ich gerade zitiert habe, befragten Roma unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle ihres Landes leben, das ist nicht nur eine unabweisbare Realität. Die größte Minderheit der EU kämpft nach wie vor mit nicht hinnehmbaren Diskriminierungen und Rassismus und ist bei der Versorgung mit lebensnotwendigen Diensten benachteiligt und ausgeschlossen. Diese sind ohne die Kontinuität der Geschichte nicht zu begreifen und auch nicht zu bekämpfen. In Erinnerung an den Pauraimus, Razzien, die der Verschleppung vorangegangen sind, Segregation, sogenannte Aktionen gegen sogenannte asoziale und rassistische, sogenannte Verbrechensbekämpfung, sogenannter Schutz vor nachbarschaftlichem Zusammenleben, herbeigeführte und für einige Communities weiterhin existierende Staatenlosigkeit, Ausschluss und Benachteiligung in Bildungszugängen, Zugang zur Gesundheitsversorgung und zum Recht, fortdauernde Gewalt, Zuschreibung von Kriminalität und Dehumanisierung. Kontinuitäten, die bis heute das Leben von Sintize und Romnia in der jeweiligen spezifischen Gestalt in ganz Europa prägen. Wenn ich heute hier stehe als eine Repräsentantin der früheren Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, muss ich auch an die Benachteiligung, den Rassismus und die Verantwortung der Berliner Behörden erinnern. Ich nenne hier als Beispiel das Zwangslager Marzahn, das der Ausbeutung durch Zwangsarbeit und der Vorbereitung der Deportation in Konzentrationslager und in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau vorangegangen sind, und dieses unterstand Berliner Behörden. Mindestens ab 1934 gab es hierzu eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Ämter und der Polizei. Die NSDAP, das sogenannte Rassenpolitische Amt, haben auch mit Standesämtern und Fürsorgeämtern zusammengearbeitet, und wir kennen heute auch zum Beispiel die Diskriminierung durch Sozialbehörden. Im Wedding, in dem ich lebe, war ein Bürgermeister überaus rassistisch für die Vertreibung von Sintize und Romnia engagiert. Welche Kontinuitäten bestehen bis heute? Im Gegensatz vielfach weiterhin rassistischer Wissenschaft nach 1945 sind auch hier die Arbeit und das Engagement von Sintize und Romnia selbst zu nennen, um uns auf die bis heute bestehenden Kontinuitäten oft unter großer Kraftanstrengung und persönlichen Konsequenzen aufmerksam zu machen. Beschreibungen aus dem Zwangslager als stinkenden Ort, als Ort katastrophaler Hygiene, machen alleine in Berlin vergangene und bis heute anhaltende Kontinuitäten deutlich. Siehe zum Beispiel die Wohnsituationen von vielen Romnia, unter anderem in der ehemaligen Straße der Pariser Kommune oder der Fennstraße.
Siehe auch beispielsweise rassistische Zuschreibungen und Gewalt, Kriminalisierung von Armut über Begriffe wie Clan und zur Realisierung von Abschiebung, institutioneller Rassismus über die sogenannte soziale Fürsorge und das Bildungssystem. Erinnern heißt auch kämpfen. Und so bedeutet dieser Tag neben Gedenken und Erinnerungen an Jahrzehnte und Jahrhunderte lange Verfolgung auch die Erinnerung an diesen Widerstand und die widerständige Geschichte. Hier seien beispielhaft der Prozess gegen die rassistischen und rassifizierenden Untersuchungen von Sintize und Romnia in dem benannten NS-Zwangslager in Berlin und andernorts überall in Europa sowie der Widerstand am und um den 16. Mai 1944 in Auschwitz-Birkenau genannt. Ich danke Ihnen und euch und allen Vorfahren für die Kämpfe und das Überleben, das mir Mahnung, Vorbild und Verantwortung sind. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich an diesem Tag heute zu Ihnen und euch sprechen darf. Aber ich möchte Ihnen und euch versichern, dass all das, was Sie und ihr tut für andere Communities, die auch von Rassismus betroffen sind, wirklich großes Vorbild sind und Ansporn, auch in Solidarität mit allen Verfolgten Romnia und Sintize zu sein und zu bleiben. Vielen, vielen Dank.